Und täglich grüßt das Murmeltier hier auf Westbridge Hills. Willkommen zu einem neuen Part vom Landwirtschaftsmonat 2013 mit Smirnoff. Servus. Und Swiss ist auch da. Grüß euch. Ja, Swiss und ich sind gerade schon dabei, Bäume zu fällen bzw. zu entasten. Wir haben ein bisschen was aus unserem schönen Wald hier rausgerodet. Und ja, wir müssen ja ein bisschen Geld verdienen. Was? Was? Ja, genau. Was? Geld verdienen? Achso, da ist jemand. Und ja, ja. Moment. You were moved. User was moved to your channel. User joined your channel. Aha. Das haben wir schon mal geklärt. Die schönen Teamspeak-Geräusche, ja. Ja. Nein, wir benutzen nicht Teamspeak. Nein, wir sitzen alle nebeneinander hier. Ja, das sagt immer nur, eine Freundin sagt das immer nur, dieses Geräusch. Genau. Die war auch Sprecherin für Teamspeak. Genau. Die spricht auch nur Englisch. Richtig. So, wir sehen hier Bäume, fleißig. Hallo. Jetzt geht's. Willst du die Bäume ganz zerstückeln oder in der Mitte? Oder? Nein, ganz. Okay. Ja, wir machen die jetzt ganz. Denkt an die Spitze, nur nicht der oberste Teil, sondern der vorderste User Teil. Joined your channel. Morgen. Ach, Morgen. Trix ist auch da. Na, wie war die Feiernacht gestern? Boah, ganz lustig. Ja? Ja. Sehr schön, du hast ganz viel verpasst. Aber jetzt möchte ich nur noch Kim Jong-Flo genannt werden. Okay. Ich bin der Diktator der Herzen. Der Totenherzen, oder was? Der Quotenherzen, ja. Nee, der Toten. Ach, der Toten. Nein, nein, ihr lebt ja alle noch. Ja, noch. Noch, genau. Ja. Erschießungskommando war noch nicht da. Verschlafen, hä? Ja, wir haben alle verschlafen. Ja, wir müssen ja Bäume jetzt hier vorbereiten. Ah, ich sollte mir noch irgendwas angucken bei dir, ne? Ja, wenn du magst. Dann komme ich mal rübergesprungen. So, Moment. Baumstamm greifen. So. Dann gucken wir noch mal. Wir haben ein bisschen gepflanzt gestern, fällt mir auch noch ein. So. Wo bist du denn jetzt hier? Was soll ich mir denn angucken? Bei den Ballen. Warte. Dann komme ich mal eben zu dir hingelaufen hier. Im Sauseschritt. Oh. Ach, jetzt. Tricks Server. Ja. Oh, du warst Stepptanz machst du gerade eben bei mir. Echt? Ja, läufst auf der Stelle. Ja, deine Scheinwerfer gehen auch durch den Rundballen durch, sehe ich gerade. Auch sehr schön. Ja, das ist hier, Spezialballen. Mit ein bisschen Glas drin. Ja. Alter, Synchronisation. Seh zu da, ey. Vergessen, an der Rechner zu kurbeln. Ja. Ja, Trix kommt aus Bayern, das ist ja das. Der ja. Alter, nicht schon wieder. Doch, jedes Mal. Ne? Das ist hier das Arbeitslager. Der Server gestern auch Nordkorea genannt. Oh, das ging schnell. Oh, ja, Mensch. Da brauchst du auch kein Passwort mehr, wenn du den Server so nennst, da kommt keiner rein. Nee, nicht freiwillig. So, ich laufe jetzt hier auf den Ballen hier. Hui, 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 hui. Ja, guck ihn an, verschwindet er dann. Da wird er nie wieder gesehen. Ja, in den Ballen, ja. Ja. Die werden mitgerundballt. Ja, was soll ich mir jetzt hier angucken? Oh. Nur die Ballen. Oh, lol. Er springt natürlich in mein Blockade rein, damit die Rundballen nicht wegrollen und macht sie kaputt. Unglaublich, der Kerl. Weg mit dir. Ich bin wieder arbeiten jetzt, ja. Boah, ist unglaublich. Ja. Also nur was zeigen, macht er alles wieder kaputt. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für dich. Ja, ja. Als hätte ich noch genug zu tun hier. Was kann denn Trix überhaupt machen jetzt? Trix kann mir gerne helfen. Und nicht auf die Ballen drauf springen, wie unser lieber Flo gerade eben. Ach so. Du kannst dir mal diesen Teleskoplader nehmen und da die Heuballen aus den Strohballen rausholen. Aber das verstanden. Strohballen? Strohballen? Ja die Grünen. Die Grünen siehst du ja da, also die Quaderballen. Kekse? Ach so, da oben, ja. Ja. Das ist wieder eine Aufgabe, die Tricks nicht gefällt. Und die richtig schön, richtig schön ordentlich aussortieren. Oh Gott. Ordentlich. Ordentlich. Weißt du genau ordentlich, was bei mir ordentlich ist, ja?
ordentlich ist, bedeutet, dass die nicht rumfliegen wie, keine Ahnung, wie Spatzen. Probier's mal. Ganz vorsichtig. Lieber ein Stück langsamer als zu schnell. Sonst kommst du ins Arbeitslager. Ach nee, da bist du ja auch schon. Ich weiß nicht, was ist denn die Strafe vom Arbeitslager? Weiß ich nicht. Naja. Freiheit? Freiheit, ja. Stimmt, du kommst also in die Freiheit, Tricks. Und das willst du nicht. Da willst du nicht hin. Nee, da würdest du gar nicht zurechtkommen. Und nein, wir sind politisch nicht ganz korrekt, das stimmt schon, aber ist ja auch alles nur, naja, egal, ne? Dann kannst du die grünen Heuballen, die Quaderballen, dann hier hin zur Stapeln, wie ich sie staple. Oh oh, ist schon wieder gut. Oh, klingt schon gut, ey. Schön. Werden die da auch so aufgestapelt? Du? Es kann ja nur einer sein. Oder ist nicht? Ne, da war Sida, ne? Muss sein, ja. Oder was? Ja, doch, Sida hat gestern ja mit dem Dings zusammengearbeitet, aber ist ja kein Problem. Ja, das war er dann. Eindeutig. Und du kommst zurecht, Swiss, da vorne? Ach, du siehst ja nur. Ja, ist eigentlich jetzt schon alles zersägt. Nein! Da kannst du einige, die auf den schwarzen Hänger draufladen, schon mal. Also schon mal anfangen. Ich helfe dir dann beim Rest. Jo, mach ich. Das ist gut, danke. Weil wir müssen ja die nachher gleich abfahren und ins Sägewerk reinstemmen. Haben wir im letzten Part ja schon gesehen, wie das wunderbar funktioniert hat. Die riesengroßen Holzstämme. Irgendwie sehr lustig, den Tricks dabei zuzusehen, wie er sich da abkämpft. Mit den Ballen? Darf er nichts umschmeißen? Das muss ich mir, glaube ich, gleich mal angucken. Nein. Doch, doch. Ich komme gleich mal rum. Nein. Doch. Du bringst eh nur Unglück. Oh, Scheiße. Du bringst nur Unglück, du schmeißt die ganzen Ballen um. Mal wieder. Ey, ich geh gleich wieder raus, ja. Nicht du, ich mein Flo. Ich? Ich bin ja. Ich hab nur deine Arbeit honoriert. Mit ja. Noch, mit noch mehr super. Arbeit. Ja, das war der Plan. Du solltest Spaß an der Arbeit haben. Und das hat ja auch funktioniert. Fallen bestimmt um. So, dann komme ich mal eben vorbeigefahren da bei euch. Beziehungsweise ich teleportiere mich. Ich bin Kim Jong-Flo, ich kann Teleport. So. Soll ich auf den Ballen wieder laufen? Dann ist alles okay. Oder zwischen Traktoren. Muss die Gabel ein bisschen höher machen, Tricks, gell? Wah! Ich versuch's anders. Weil ich glaube, so schmeiß ich sie einfach nur um. Ich habe gestern noch einen Tieflader gekauft, ne? Vorsicht! Oh. Hallo, willst du hier deinen geliebten Diktator umbringen? Ja. Mist. Eine Neuwahl. Gibt keine Neuwahl. Ich bin der Einzige, der sich jedes Mal aufstellt. Zur Wahl. Oh, nein, bleib stehen. Ne, der ist schon runtergefallen. Oh. Ja, wenigstens sind sie schön runtergefallen. Ja, das stimmt. Kann ich hier raufspringen? Hops. Nein. Oh. Bitte, das spring doch nicht da drauf. Die fallen doch alle um, das weißt du doch. Echt? Ja, das hast du gerade eben schon gemacht. Vorsicht. Ja, das sieht sehr gekonnt aus. Er kann es wenigstens, siehst du. Ja, das stimmt. Sieht aus wie beim Profi. Geht doch. Aber nur fast. So, ich habe sie extra nach hinten gelegt, den einen. Problem in der Kurve fällt der meistens immer raus, der oberste. Ja, aber auch Tricks mal, dass ihr sehr gekonnt. Ja, eher nicht so. Der oberste natürlich hier nicht runterfallen, User war ja joined your channel. Hallo. Das wird dir immer voller hier. Servus. Immer voller, ja. Moin. meine Frage, wie viel sind die maximalen Helfer, die man einstellen kann? 4 bis 5, glaube ich. Ich glaube 4. Weil wir sind gerade auf einem anderen Server und da haben wir nur 3 Helfer. Was? Und mehr geht nicht. Oh shit. Nein. Ja, das hat was damit zu tun, wie viele Traktoren im Spiel drin sind und wie viele Spieler drin sind. Also umso immer mehr Traktoren, umso mehr Helfer.
Nein, umso mehr Menschen spielen, umso mehr Helfer. Wir sind drei Leute. Ja, und von drei Leuten kannst du maximal dann vier Leute einstellen, wenn du auch dann sechs Traktoren, glaube ich, hast. Oder sieben. Okay, weiß ich Bescheid. Danke. Jo. Bis später dann nochmal. Bis später. User disconnected from your channel. Der wird erstmal ausgepeitscht nachher. Dein Server, okay. Naja. Gibt's ja nicht, Skandal hier. Gehen uns fremd. Du bezahlst zu wenig, weißt du. Ich bezahl gar nichts. Ja, vielleicht sollte man das Management mal dann überlegen. Nee, ihr arbeitet alles freiwillig. Die Helden der... So? Nein, für, nein, für nein, Ruhm, nein, für Ruhm und Anerkennung. Oh, und er hat umgeworfen, unglaublich. Er hat alles umgeworfen? Ja. Ey, das ging wenigstens zeitlupenmäßig, ja. Naja gut, ich stapel sie wieder auf, kann ich mal. Ich guck mir so mal an. Kann sie nur in Stunden handeln. Oh, ja, schön. Sieht doch gut aus. Bleib mit stehen! Sag mal, Trix, was machst du denn da, ey? Bleib stehen. Die fallen jetzt in die andere. Bleib stehen. Ja, schön. Guck die stehen. Oh nein. Sie fallen, ja, sie fallen. Sie sind umgefallen. Dumm. Aber auch in Zeitlupentempo. Oh, jetzt hab ich fast überfahren hier. Achtung, nicht so weit nach hinten fahren. Ich stehe hinter dir. Ja, ich hab schon den Lichtkegel. Ich bin lieber weg hier, sonst wäre ich bestimmt nachher noch getötet oder so. Also ich hab ein bisschen Angst. Oh, jetzt. Nein. Ach komm jetzt, dein Ernst. Wenn du den Arm oben hast, ja. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Fällst du schnell um. Yeah, guck. Hey, guck, ich kann mit dem Arm wieder aufstehen. Oh, jetzt Mann, Helden der Arbeit. Ihr macht euch mehr Arbeit, als ihr eigentlich... Nee, das bin nur ich. Ach so. Das Spiel ist eindeutig nichts für mich. Ich mach nur alles kaputt. Ist dir zu ruhig und für die Gran, ne? Aber du hast ein paar Arbeiten bisher schon ganz gut ausgeführt. Ja. Hey, wir haben Kühe. Ja, hallo, ich... Kühe. Stimmt, das hätten wir noch erwähnt. Der lässt sich auch ganz einfach ablenken. Ja. Ist wunderbar. Also ich will... Oh, guck mal, ein Fussel. Hier auf der Arbeit. Bremsen? Ich glaube, die waren schon dran, oder? Ja, lass uns Mittagspause machen. Chef, genau. Kannst du Testfahrt machen. Oh, 12 Uhr, Mittagspause. Ja. Ach, scheiße. Die macht um 12 Uhr macht die Mittagspause. Das ist natürlich, gibt's die bei uns nicht. 12 bis 3 vielleicht. Um 12 stellen wir die Zeit immer auf 120. Damit die Mittagspause nicht ganz so lange dauert. Den Ballen sehr genial aufgehoben. Ja, musst du sagen. Kann auch nicht jeder. Hey. So. Hey, Vorsicht! Ganz wenigstens die kleinen Grünen da wieder raus. Vor allem die grüne Beine, Alter. Ich meine, grün ja, aber so grün. Sieht ja aus, als wäre nicht schlecht. Wollen denn hinfahren? Ich lege ihn dir mal da ab, ja. Ja, genau, da kannst du gerade ablegen. Stapelst einfach. Oh, nee. Ist mein Greifarm nicht lang genug, oder? Er ist nicht lang genug. Verdammt. Los. Halt nicht so weit nach vorne. Mist. Oh. Swiss. Ja? Kannst du die Achso, du lädst ja hinten auch schon auf. Ne, okay, schon gut. Ich hole die mir selber. Ich steck da. Ich dachte, du hast gerade nichts zu tun. Habe ich den schon zersägt hier? Doch, habe ich schon. Ich mache mir nur gerade Sorgen, ob mein kleiner schwarzer Anhänger das packt. Aber ich greife die nachher alle so und drück sie runter. Weißt du, wenn ich fahre? Und dann... Ja. Nee, wenn du fährst, sind die eigentlich automatisch justiert, oder, Smirnoff? Ja. Also während des Fahrens nicht, da musst du irgendeinen Baum schon drüber halten, dass die wieder locker werden. Wird schon gut gehen. Also glaub, du brauchst die ganz drunter, ich glaube auch nicht, dass du ganz drunter passt. Das ist... Also du brauchst die Werderfahrt nicht festzuhalten. Der Hammer, das passt das nicht. Drin geht nicht, ne? Nee. Boah. Ja, das kippen da einfach ab. Wenn du kannst. Nur nicht nach vorne fahren.
Upsa. Abkippen. Warte, ich helf dir mal ein los, bisschen. Also los. Los. Was? Los. So, hab's. Perfekt. So. Bald geht der nächste Baumstamm hin. Jetzt kannst du eigentlich auch einen Traktor vom Hof nehmen und den Ladewagen. Kannst du die alle wieder aufsammeln. Ey, wir haben einen Radlader. Ja, habe ich gekauft. Welchen Traktor soll ich nehmen? Das ist egal. Wo ist meiner? Da ist meiner. Der mit der Doppelbereifung. Ja. Einer fahren. Wo man die Blinker einfahren kann. Ja. Ja, der ist eigentlich ganz witzig, finde ich. Das ist der. Okay, ist ja. Der Magnum, ne? Oder ist der Puma? Ja, der Magnum. Magnum. Magnum mit Doppelbereifung, ja. So, wo ist jetzt die. Der Ladewagen? Müsste. Achso, da hinten stehen noch. Ja. Wir haben auf unserem Hof keinen Platz mehr, ist uns aufgefallen. Ja, schaut auch ziemlich voll aus hier. Ja, das sind alles wichtige Geräte, die wir alle nochmal brauchen. Was von denen ist jetzt der Ladewagen? Der rote. Der Hilibert, ne? Nein, nicht der Hilibert, das ist ein Anhänger. Ach, Ladewagen. Der Ladewagen, jetzt, okay. Ja, okay. Der rote, da steht aber nur der Hilibert drin, ne? Nein, dreh dich mal um. Vor mir steht eine Mähdresche. Nochmal anders umdrehen. Da steht wieder der Gillibert. Warte, ich komme mal kurz und dahinter, zu dir. Und dahinter steht so eine Dingsmaschine für Saatgut. Warte. Nee, nicht für Saatgut, für Fresh. Moment. Hier ist der Bergmann. Der Bergmann ist grün. Das ist doch ein Ladewagen. Ach nee. Nein, eine Ladewagen für Ballen. Ah, ja, der okay. Ist da nicht. Der ist blau, ist der übrigens, ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, und wo ist der? Der ist rot. Immer noch rot ist der. Wo ist der? Ach, du meinst den Autostack, meinst du? Ja, na klar, das ist ein... Ja, dann sag das doch, den Autostack. Der steht hier. Ist der bei dir? Ja, der Autostack ist ein englischer Begriff. Ja. Ein Ladewagen. Ja, wir haben immer noch den blauen... Hier steht er. Das Ding da. Ja, das Ding. Es ist aber... Der blaue ist ein Transportwagen. Ja. Unterschied. Dann sag doch Autostack, dann weiß es doch jeder. Ich hasse englische Begriffe. Ich weiß nicht, wer. Ich glaube, ich habe ihn eingepackt. Nee. Nee, ich habe ihn nicht eingepackt. Was denn? Ich war mir überlegen, wer ihn eingepackt hat. Den habe ich hier hingestellt. Richtig. Trix hatte gefragt, wer ihn eingepackt hat. So, kommt er nicht dran? Doch, ich bin schon dran. Doch, ich fahr doch schon. Jetzt hin. Das weiß ich. So, jetzt liegt der Baumstamm hier auch schon fast drauf. Also zum Glück ist mein Ladewagen auch fast, mein Hänger auch schon fast voll. Wie sieht es da hinten in meinen Ballen aus? Sehr gut, ich muss noch 3 Stück stapeln. Und dann ist... Trickst du bist noch nicht voll, gell? Also, ja, ich muss erst mal winden, ich komme ja sonst nicht anders hin. So, okay. Und Trix hat jetzt gerade den Ballensammelwagen geholt und, stapelt gerade die Strohballen und da sind wir eigentlich auch hier hinten fertig schon. Ja, das ist doch ganz gut. Florian, soll ich auf dich warten, bis zum Sägewerk fahren oder soll ich schon losbrettern? Warte noch ganz kurz, dann fahren wir da Kolonne. Ich packe jetzt hier die beiden Stämme noch eben rauf und dann können wir zusammen losfahren oder hochfahren. Jo, eben super, schon. Ja. Also dauert noch eine Minute oder so, oder zwei. Ja, lass die Zeit, ich schalte hier den Motor aus, so ein bisschen Spaß, ja. Bisschen Benzin sparen, ja. Ist auch, den Start schon. Besser gesagt, ein bisschen Diesel fahren. Ja, die Ballen passen rein. Juhu, was ein Glück. Wo passen die Ballen rein? Ach, die kann ich endlich übereinander stapeln. Das funktioniert. Ah, okay. Das reicht mit der Regenrin, reicht das genau. So. Siehst du, wie fein sauber ich es hier gemacht habe? Ja, ich bin auch ein bisschen von mir selbst sprachlos. Trix, dann komm grad her, du bist gerade voll. Bitte? Ja, fahr grad rückwärts, du bist gerade voll.
Passt nichts mehr drauf? Nee. Nee, okay. Passt nichts mehr drauf. Ja, wo muss ich dann hin? Rückwärts. So, ich hoffe, der letzte Baumstamm passt jetzt auch drauf hier. Nicht, dass ich gleich alles über den Haufen werfe. Aber ich bin auch ein bisschen von mir selbst gerade begeistert. Also weiter, weiter, weiter zurück. Würde mich auch selbst heiraten, wenn es jetzt gehen würde. Aber oh shit. Ich muss nämlich rückwärts hier dran fahren. Oh. Hier, wo da, wo du stehst? Ja. Ha! Sehr schön. Ja, passt doch. Ja. War das nicht in Japan, dass man da auch sein Kuschelkissen heiraten kann und so? Die haben also keine Ahnung. Also ich habe schon mal von einem Japaner gehört, der so irgendeine Computerfigur wie geheiratet hat. Wie ist er am besten? Stimmt, mal, ja, am besten stellst du hier so dagegen. Ja. Von hier oben aus. So. Ja. Also, dass du hier so reinfahren musst. So. Also den Hänger anhängen hier. Wow. Wichtig ist nur, dass du sehr nah an die Holztür dran fährst. Sehr schön. Das sieht doch wunderbar aus. Jetzt können wir losfahren. Oh, ich sollte vielleicht aber nicht über die Baumstämme. Hältst du dich doch mal dann hinten hin, dass ich das. Ja, ja, ich dachte, sag's. Achso, so fährst du jetzt rein, okay. Gut. Ja, das, weil so ist es am besten, dann stören sie wenigstens nicht so. Denke ich jetzt halt. Ja? So. Soll ich vorfahren? Du vor? Ja, ich auf jeden Fall mehr auf die eine rechte Seite nach rüber. Ja, nach rechts. Moment, dann lass mich ja vor, geradeaus vorfahren. Bist du zu weit? Jetzt musst du mehr nach links. Oh, bei dir wackelt das ein bisschen, Swiss. Ja, so genau gerade nach hinten. Weiter. Jetzt kipp erstmal, stopp. Nach vorne gerade. Gerade nach vorne fahren, gerade nach vorne. Ach, shit, jetzt sind wir in die falsche Richtung gefahren. Wir müssen einmal wenden. Jawohl, stopp. Und jetzt kippen. Nee, doch, wir sind richtig gefahren. Hier, doch, wir sind richtig. Sorry. Aber noch nicht abladen. Nur kippen lassen erstmal. Sorry, Swiss, wir sind doch richtig. Ich war mir kurz im Moment nicht sicher. Gut, dass das macht. Gerade Man vs. Machine. Jetzt ein kleines bisschen nach hinten fahren. Ja. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Stück nach vorne. Stopp. Jetzt kannst du absetzen. Jawohl, warten, warten. Ja, nee, ich bleib stehen, bis es. Genau, jetzt kannst du fahren. Sehr schön. So, jetzt verdienen wir gleich wieder ein bisschen Geld, wenn wir die Baumstämme abladen. Ah, hätten eigentlich noch ein bisschen nach links gekonnt, aber es passt so. Ja. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja. Ja, es passt auf jeden Fall. Ey, kannst du mir die anderen ein wenig auf Seite schieben, also weil da die Lampe ist? So, hier direkt beim Autokino haben wir ja unser Sägewerk. So ein bisschen weiter rein, so. Beziehungsweise. Ach, warte mal. Genau. Bin ich jetzt zu weit gefahren? Mhm. Ich bin zu weit gefahren, ne? Mist. Da war ich schon wieder verträumt in dieser. So, müsste eigentlich so reichen. Wunderschönen, ja. Westbridge Shields hier. Lass mich gerade vor. Mich vom Panorama anstecken lassen. Zum Glück hat Swiss den Weg gefunden und zum Glück folgst du mir nicht einfach blind. Das ist auch schon ganz hilfreich. Jetzt kannst du ja nächstes Mal ja vorfahren. Ach, bevor wir aber anfangen hier, müssen wir noch den Gillibert noch holen. Ah, ich dachte, habt ihr den gestern nicht dort gelassen? Nein, den haben wir gestern weggefahren. Hätten wir eigentlich auch da lassen. Ja, ich hole ihn gleich mal. Ja, dann gehe ich kurz AFK. Das ist okay. Okay. Soll ich die jetzt hin und drauf lassen? Stellt sie am besten da erstmal an der Lampe nochmal hin. Den Wagen? Nee, den
So jetzt die, abladen. Genau, so jetzt abladen. Nur einfach an der Lampe ein bisschen abladen, dass man dann die wieder mitnehmen kann, wenn man noch ein paar Reste hat, dass man die dann mit aufsammelt. So, vernünftig ranparken hier. So. Oh, wir sind jetzt eigentlich auch fertig hier. Noch einen Ballen. So? Ja, perfekt. Du. Achso. Okay, dann tue ich ihn laden. So, dann holen wir mal eben den Killibär. Sammelwagen können wir gerade hier unten lassen, weil wir bei Feld 18 brauchen wir den nämlich. Okay. Sind wir auf Feld 18 gepflanzt? Weizen, ne? Oder Gerste? Ja, Weizen und Gerste ist auf 17. Ach, okay, siehst du, ja. Aber wir machen erstmal Weizen, würde ich sagen. Das wäre auch eine schöne Aktion. So. Los. Ja, die hast du schief hingestellt, deswegen sind sie umgekippt. Ja, sammelst du nochmal auf, stellst du nochmal hin. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen hier. Zumindest hört sich das so an. Ja, bitte nicht so viel Gas bei den Ballen geben. Bei den Rundballen. Da habe ich irgendwie ein bisschen Angst gerade. Ach! Das geht schon. Ups. Mhm. Sind alle umgefallen. Entschuldigung. Kann ja mal passieren. Na, für echt. So. Dann holen wir uns mal. Will die da drei Stück dann wieder rüberschieben? Ja, gleich. Dann holen wir uns den Gilbert mal raus. Oder wie ich gestern sagte, Gilbert. Genau, der Gilbert. Der Gilbert, ja. Aber die Pressen stehen hier noch unten, ne? Mhm. Da müssen wir herholen, wenn wir ernten sollten. So, auf geht's zum Sägewerk. Erneut. Ja, der will aber nicht hier rein, hä? Ade. Zum Glück ist der Weg nicht so weit zum Sägewerk. Außer es leckt gerade ein bisschen. So, aber reingehen. Naja, weil deine Ballen da vorne ein bisschen weit rechts gerollt ist. Nicht bei den Ballen hüpfen, bitte. Die fliegen rum. Lass das bitte, Leute. Ganz ehrlich, lass das einfach. Das ist eine Scheißarbeit, nämlich. Ja, das haben wir jetzt ja schon festgestellt. Wollte ich nicht wissen. So. Swiss ist wahrscheinlich immer noch AFK. Ja, ist er noch. Sonst hätte er sich ja schon gemeldet jetzt. So. Ah, jetzt bin ich schon wieder zu weit gefahren hier. Mist. Ui, morgen ist bewölkt. Auf Westbridge Chills, meinst du? Ja. So. Ah, ich glaube, es steht gut jetzt. Also der Gillibert ist da. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich ihn nachher rauskriege, aber das überlege ich mir da nochmal. So, dann wollen wir mal abladen hier und ein bisschen Geld verdienen. Ich habe ja schon wieder minus 4. Dabei hatte ich doch so reich geerbt. Ja, das habe ich jetzt geerbt. Ja. Verdammt. So, Mist. Der letzte Ballen ist jetzt auch drin. So. Gucken wir mal, was wir alles hier gegriffen kriegen.
Ist auch ein bisschen so wie dieses Greifarm-Spiel hier, ne? Auf den ganzen Jahrmärkten und so. So ungefähr, ja. Du meinst das Kuscheltier rausholen? Ja, genau. Ey, wie ich mich da als Kind abgeärgert habe, ey. Ich hab's nie geschafft. Nie. Nee, das schafft man auch, glaube ich, fast nie. Wäre immer lustig, wenn du an Tankstellen siehst und sowas, wenn so ein Handy da drin liegt und du sollst mit dem Greifarm willst, dann rausholen, das kriegst du nicht. Kriegst du einfach nicht. Das ist so mies eingestellt, weißt du irgendwie. Du hast einfach keine Kanten, du hast einfach nur glatte Flächen. Ja, das stimmt. In Spanien gibt es die an jeder Tankstelle. Echt? Ja. Ich auch. Okay. Kannst du auf jeden Fall ein ganzes Stück noch nach hinten fahren. Ja, nee, sonst bullern sie hier wieder um. Nee, das passt noch. Fahr ruhig nach hinten. Ich dachte dann Stopp. So, die nächsten Stämme hier. Stopp. Da absetzen. Ach shit, warum sind die jetzt rausgefallen hier? Naja, einer ist raufgerollt. Das ist schon mal ganz gut. Den zweiten kriegen wir jetzt auch noch hier. So. Uff da. Na. Jetzt hängt er wieder. So. Oh, gibt gutes Geld dafür. Ich meine, Smirnoff sieht das nicht so, weil da hat er Millionen auf dem Konto. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich sehe ja gar nichts davon. Aber ich sehe schon, also ich hatte eben gerade minus 4, jetzt habe ich 3 oder 4 Stämme reingepackt, jetzt habe ich 596 plus. Ja, 800 jetzt. Richtig, 871, ja. Also es gibt schon gutes Geld dafür. Vielleicht sollten wir einfach mal Smirnoff enterben. Irgendwo. seid ihr die Rächer oder was? Ja. Swiss, du kannst deinen Anhänger schon mal ranfahren hier. Tricks, wenn du oben den abgehängt hast, kannst du den Miststreuer schon mal anhängen. Den grünen, der da steht. Den soll ich hier lassen? Ja, der soll da oben da bleiben, der Ladewagen. Der Ballenladewagen. Aber halt den Mistwagen anhängen. Steuer. Der, wo hier gleich steht, ja? Der grüne, genau. Wo halt direkt so an die Wand da geparkt ist. Einfach nur anhängen und kurz warten. So. Gleich 4 Stämme auf einmal. Okay. Spitzen waren auch da. Komm, nehme ich gerade mit dem Radlader an. So, zack, zack. Na, der letzte auch noch hier. Komm, zieh dich rein da. Sehr schön. Mensch. Gutes Geld gemacht, ey. So, dann fahr ich mal eben. Also ich bin dann in 10 Minuten wieder. Was machst du in 10 Minuten? Ich gehe dann wieder. In 10 Minuten. Ja, das ist okay. Ja. Nee, ich meine nur nicht, dass du jetzt mit der Aufnahme anfängst und ich verschwinde dann 10 Minuten, dann wartest du lieber noch ein bisschen. Den nehmen die ganze Zeit schon auf. Ja. Läuft noch? Ja, natürlich läuft die noch. Aber ist gut zu wissen. Nein, ist okay. Die Folge hat eh schon ein bisschen Überlänge. Ich lade jetzt noch zusammen hier mit Swiss eben noch die Baumstämme hier ab am Sägewerk und. Dann ist in der nächsten Folge, ist die nächste Folge schon wieder dran, fast. Genau, und die nächste Folge werden wir ernten. Ernten, sehr schön. Kriegst du einen Fahrkart mal nach vorne? Ernten ist immer gut, ey. So. Warte, ich fahr. Das ist ein bisschen doof, ne? Nee, das geht. Also bei mir geht's hier. Du? Doch. Oh. Ups. Ging doch nicht so gut. Aber kriegen wir schon irgendwie rausgegriffen hier. Da ist der rote, also dieser kleine Wagen hier echt besser. Der ohne Kran. Da kannst du die Baumstämme echt besser drauf transportieren, finde ich. Oh, du willst es aber wissen, ey. Ja. Wir haben keine Zeit. Jetzt kannst du denn eigentlich wieder hinten reinfahren. Geradeaus hinten nach hinten. Viel mehr Mist haben wir momentan nicht.
So, mal gucken. Vorsichtig ablegen. Ja, und alle sind drin. Sehr sauber, schön. Ja. Das gibt richtig schön Kohle hier. Ja, ich glaube, du musst den einen hinten, der da ganz hinten liegt, der runtergefallen ist. Hast du ein Stück? Ich glaube, den musst du dir. Stück? Stopp. Oh, na toll. Passt genau. Du hast genau gewusst, was ich wollte. Ja, 10 cm. Es ist eh immer am besten, wenn man es zu zweit einpackt. Ja. So, ja, ey. Das. Was dann? Du schon mal sagen, machen wir hier einen Cut, oder? Ja, sehr schön. Dann sehen wir uns. Machen wir hier eine Katze? Machen wir hier eine Katze, genau. Ja, machen wir hier eine Katze, okay. Ja, und in der nächsten Folge machen wir dann die Ernte. Richtig. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.